Guten Morgen. Darf ich uns fragen, wer alles von euch Baustellen mag? Baustellen wie zum Beispiel im Straßenverkehr. Wahrscheinlich eher die wenigsten, denn Baustellen halten den Verkehr auf und Baustellen lassen einen zu spät kommen. Und was ist mit zu Hause oder in der Wohnung, wenn wieder Zeit gekommen ist, zu renovieren, zu tapezieren oder völlig neue Leitung zu verlegen? Dann sind Baustellen angesagt. Baustellen, die am meisten von den strahlenden Augen der vielen Männer besucht werden. Vor allem, wenn Männer vor Elektrosachen stehen dürfen und sie Makita-Produkte sehen. Das ist so wie Frauen in einem Schuhladen. Und so scheint es, dass Männer Baustellen eher lieben als die weiblichen gegenüber. Baustellen sind so eher typisch Leidenschaft für Männer. Und ich rede aus Erfahrung. Die Frauen, die lieben bekanntlich mehr das fertige Produkt als Baustellen und dazugehörigen Baumärkte. Und so haben viele Männer ihre Leidenschaft zu Beruf gemacht, sind in Straßen- oder Wohnungsbau oder als Maler oder Tischler tätig. Baustellen, sie laden zur Neugestaltung, zum Aufbau und sie riechen gerade nach Abenteuer, nach Aufbruch, so wie das frische Holz in den Baumärkten. Ich liebe diesen Geruch, wenn ich da stehen darf und es riecht so nach diesem Nadelholz, nach Tigerwald. Einfach nur herrlich. Auch hier ein Vergleich, das ist so wie für Frauen ein Parfümladen wahrscheinlich. Und so haben auch hier, wir haben hier einen Mundschenk neben mir, auch er hat wahrscheinlich Holz gerochen. Er hatte zwar keinen Baumarkt zur Hand, so wie wir heute einen Obi- oder Hagebaumarkt, aber er hat einen Berechtigungsschein für das königliche Holz und damit zieht er los zum Einkaufen und damit erscheint er auf der Baustelle zu Jerusalem. In Jerusalem muss keine Wohnung oder Haus saniert werden, sondern eine ganze Stadt, die in Schutt und Asche liegt. Es gibt in Jerusalem keine Stadtmauer mehr und damit keinen Schutz, keine Sicherheit gegen die Feinde. Und so kommt Nehemia zum Wiederaufbau. Ihr Lieben, wir sind im zweiten Teil des Kapitels im Buch Nehemia und haben in der letzten Predigt diesen besorgten Mann anschauen dürfen, sein Vertrauen, sein Stoßgebet. Nun ja, es ist erhört worden und Gottes Ziel ist ein Stück mehr umgesetzt worden. Und zwar, weil zwei Aspekte da eine sehr große Rolle gespielt haben. Wir haben festgestellt, er hatte Gottvertrauen und er hatte Verantwortung getragen. Und für dieses Mal möchte ich uns drei Eigenschaften aufzeigen aus dem darauffolgenden Abschnitt, die Eigenschaften eines beispielhaften geistlichen Leiters. Dieser Abschnitt, den wir uns heute zuwenden wollen, ist besonders gut für Leiter, für Ältesten und für alle Vorsteher der Familien, aber auch natürlich nebenbei für alle Schwestern, die hier sind, damit ihr liebevoll eure Männern an die Aufgaben erinnern dürft, die sie nachkommen müssen. Drei Punkte oder drei Eigenschaften. Der erste ist, biblischer Leiter ist besorgt, die Verse dazu 11 bis 15. Der zweite wird sein, er ist motivierend, die Verse 16 bis 18. Und der dritte Punkt wird sein, er ist wachsam, die Verse 19 bis 20 dazu. In der vorherigen Predigt haben wir Nehemia als ein Mann des Gebets erleben dürfen. 4 Monate betet dieser Mann. Und das zieht sich durch das ganze Buch Nehemia. Immer wieder werdet ihr feststellen, wie er betet. Er ist ein Beter. Aber auch nicht nur das. Er ist ohne Zweifel ein Mann der Tat. Wisst ihr, es gibt 3 Arten von Menschen auf dieser Welt. Solche, die nichts wissen, was geschieht. Dann gibt es solche, die denen zuschauen, was geschieht. Und dann gibt es solche, die dafür sorgen, dass etwas geschieht. Und Nehemia ist so einer, der dafür sorgte, dass etwas geschah. Sein Beten und Handeln ist entschieden für Gottes Ziel. Und deshalb bedarf so ein wichtiges Projekt wie Jerusalem solch ein Leiter wie ihn.
Ein Leiter, der sich diese große Aufgabe stellt und sie nachkommt. Nehemia hat biblische Führungsqualitäten, wie ein Leiter sie eben haben muss. Und deswegen, lass uns diese Eigenschaften gemeinsam studieren. Die erste ist, er ist besorgt, der Text dazu heute. Ich lese immer Abschnitt für Abschnitt. 9-5 lesen wir zuerst. Aus dem Buch Nehemia, 2. Kapitel. Als ich nun zu den Statthalter jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Mensch, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf den ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Zahltor hinaus Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Aber da war für das Tier, das unter mir war, kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern. Und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. So viel dazu. Nach einer langen Gebetszeit, dazu viele Vorbereitungen, geht die lang ersehnte Operation der Wiederaufbau Jerusalems endlich los. Für eine sichere Reise steht Nehemia ein Militärtrupp mit Pferden, dazu königliche Genehmigung zur Seite. Sie überschreiten den Euphrat, überqueren Mesopotamien, das heutige Irak, Richtung Heimat und auf dem Weg erreichen sie Samaria, wo es zu einem Zwischenstopp kommt. Dort übergibt er diese Briefe, sowas wie Visum für seine Weiterreise an Sanballat, an Tobia, die ihren Hass vorerst gegen die Juden zurückhalten können. Beide waren Samariter und der Sanballat war sogar der Statthalter des samaritischen Mischvolkes. Und das heißt, sie waren sehr verärgert, als sie hörten, dass hier Nehemia gekommen war, um das Wohl der Söhne zu suchen. Denn die Samariter, sie hassten die Juden. Und das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Und zwar aus den Evangelien. Und dieser Hass hat hier seinen Anfang und wird bis in die Zeit Jesu andauern. Und der Höhepunkt wird sein, dass die Juden sogar Samarien meiden werden. Die wollen nichts, aber auch gar nichts mit ihnen zu tun haben. Und trotz diesen Hasses ist Nehemia da. Mit der Autorität eines Statthalters, mit Soldaten, dazu königliche Vollmacht, um eben diesen Auftrag zu vollbringen. Und offensichtlich betrachten die Feinde diese Verstärkung als eine Bedrohung für sie und nicht nur das. Ein wiedererblühendes Jerusalem würde ihnen sicherlich wirtschaftliche Nachteile einbringen. Die Leute in der Umgebung wären nicht mehr nur von Samarien abhängig, sondern könnten tatsächlich die Geschäfte auch in Jerusalem erledigen. Und das wollen sie nicht. Auf jeden Fall geht die Reise nach diesem Zwischenfall weiter. Vers 11, bis Nehemia die Stadt Gottes endlich erreicht. Und dann heißt es 3 Tage lang Pause. Wir werden nicht, uns wird hier nicht Bescheid gegeben, warum und weshalb diese 3 Tage Pause, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr als nur Tage des Ausruhens gewesen waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Tage des wiederholten Gebets gewesen waren, um Weisheit, um Führung nochmal Gott zu bitten. Aber auch Tage, um die Lage zu checken, Tage der Vorbereitung
Auf jeden Fall. Und da haben wir es wieder, Gebet und Verantwortung nebeneinander. Das ist so typisch Nehemia, seine Gebete hatten Füße. Das große Ziel ist der Mauerbau. Der Tempel war zu dem bereits Zeitpunkt schon gebaut worden von den Serubabel und seiner Anhängerschaft. Es hatte nicht zwar den Pracht wie der erste, der Salomonische, und immerhin war er schon gebaut und stand an diesem verwüsteten, kaputten Ort. Und ich stelle mir das so vor, bildhaft, wie so ein Bienenschwarm um ihre Königin, die außerhalb eines Bienenstocks ist. Ja, die Bienen sind ja dafür bekannt, dass sie so einen Schutzwall bauen um sie. So müssen wahrscheinlich die Juden diesen Schutz um den Tempel gebaut haben und so drumherum gelebt haben, wegen den fehlenden Mauern. Nehemias zweiter Schritt ist sein nächtlicher Ausritt, um den Zustand der Tore und Mauern zu untersuchen. Bei Nacht, als alle Bewohner schliefen, machte sich dieser besorgte Diener zu seiner nächtlichen Inspektion auf und es heißt, nur von wenigen Männern begleitet, wahrscheinlich eng Vertrauten. Es muss ein trauriger Ausflug gewesen sein. Stellt euch vor, von Tor zu Tor, überall Trümmer, Zerstörung, Verwüstung vor den Augen zu haben. Die Tore waren zu Asche verbrannt und schließlich lag da so hoch Schutt, dass sein Reittier unter ihnen nicht weiter konnte, so dass Nehemia gezwungen war, zu Fuß weiterzugehen. Von Schritt zu Schritt stiegen die Sorgen, das Leid um diese Stadt. Es muss ein trauriger Anblick gewesen sein für ihn, um all diese Ruinen, die Folgen des Gerichtes Gottes über sein eigenes Volk sehen zu müssen. Und so endet im Vers 15 diese nächtliche Besichtigung in einem tiefen Schmerz und Besorgnis. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tränen diesen Mann geflossen waren. So kehrt Nehemia besorgt nach dieser Inspektion ins Lager zurück. Wisst ihr, was mir hier aufgefallen ist? Zweimal wird hier das Wort er untersuchte gebraucht. Das bedeutet Männer Gottes, sie untersuchen. Männer Gottes sind besorgte Männer. Lieber Brüder, auch wir? Besorgte oder eher sorglose? Mitfühlend oder eher unbekümmert? Chillend oder doch zu Herzen nehmend? Vor einiger Zeit war ich von der Arbeit nach Hause gekommen und wollte zu Hause nach den Rechten sehen, also bin ich nach oben und sah meinen Sohn vom Weiten schon, die Tür war offen, wie er da lag und sich den Fernseher anschaute. Der sah so süß aus, wie er da lag und voll konzentriert war. Aber dann kam die Ernüchterung, als ich untersuchte, was er sich da gerade angeschaut hatte. Ich war erschüttert, sehen zu müssen, was da gerade mein Sohn gezeigt wurde. Ihm wurde gezeigt, Wahrsagerei. Wahrsagerei, wie man es betreibt und wie es in der Praxis funktioniert, das Ganze kindsgerecht, also Okkultismus für Kleinkinder in Form eines Trickfilms verpackt. Was nicht normal ist, soll normal gemacht werden. Ihr Lieben, so wie der Feind in Jerusalem Verwüstung hinterlassen hat, genau dieselbe Verwüstung versucht er in den Gesinnungen und Herzen unserer Kinder zu hinterlassen. Was normal ist oder was nicht normal ist, soll als normal gelten. Was satanisch ist, soll als gut aussehen. Und was tatsächlich göttlich ist, von Gott eingegeben, als fundamentalistisch, als nicht gut. Liebe Männer, hier sind wir aufgefordert. Wir sind aufgefordert zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Wir haben für diese kleinen Herzen Sorge zu tragen. Fast alle hier im Raum sind wahrscheinlich Familienväter oder zumindest wollen einer werden. Und was wir wissen müssen, wir Männer sind in erster Linie für unsere Familien verantwortlich. Brüder, wir müssen besorgt und aufmerksam sein, was unsere Kinder bekommen oder was sie nicht bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie von klein auf ihr Umgang mit der Bibel bekommen.
Habt ihr schon mal versucht, mit euren Kindern die ersten hermeneutischen Schritte zu machen, zu gehen? Ihnen zu zeigen, wie sie an die Bibel herangehen sollen? Was, auf was sie zu achten haben? Wer ist der Autor des jeweiligen Buchs? An wem ist der Brief adressiert? An welchen Ort finden die Berichte statt? Jerusalem, Kapernaum, was ist die Situation? Ich habe meinen Kindern die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, als Aufgabe gegeben. Die Kinder sollten herauskriegen, wer alles beteiligt war, an welchem Ort diese Geschichte stattfand und die Absicht und Situation auf ihre Weise versuchen zu ermitteln. Den Kindern hat es Spaß gemacht und mir letztendlich eine Freude bereitet, ihre Ergebnisse zu untersuchen. Männer, erklärt den Umgang euren Kindern mit der Bibel. Einerseits darf es nicht zu theologisch sein. Es muss immer noch kindgerecht bleiben. Es muss echt sein. Und andererseits darf es nicht zu oberflächlich sein. Gewisse Wahrheiten dürfen dort ruhig tiefer enthalten sein. Und das, und ich untertreibe nicht, von Säugling auf schon. Ich erinnere mich an meinen Bruder, einen älteren Bruder, wie er uns damals den Jungverheirateten das Thema Kindererziehung ans Herz nahegebracht hatte. Und ich habe ihm damals die Frage gestellt, ob es nicht zu früh und zu hart wäre, damals mein 5-jähriges Kind mit dem Thema Blutvergießen, der Tod am Golgatha, diese ganzen Brutalitäten-Szenen, ihr schon aufzuzeigen. Wisst ihr, was er mir damals geantwortet hat? Er schaute mich an und sagte, Bruder, du bist zu spät. Solche Wahrheiten müssten viel eher folgen. Das ist Evangelium, das muss von Säuglingalter auf schon in Ohren in unseren Kindern klingen. Und deswegen erkläre ihn den Umgang mit der Bibel, die Heilstat Jesu, und zwar so früh es nur geht. Wenn ein Kind seine Eltern noch nie um eine Erklärung, eine Bibelstelle gefragt hatte, bedeutet das, dass es sich nie mit der Bibel beschäftigt? Es bedeutet Alarmstufe Rot. Es bedeutet, wir haben besorgt zu sein. Wir müssen von klein auf auch das Beten ihnen lehren. Bei Bedarf ruhig mal korrigieren, wie sie beten sollen, was sie beten sollen. Erkläre und untersuche ihr den Inhalt ihres Gebets. Das ist sehr wichtig. Wenn du kein besorgter Vater bist, dann wird der Feind mit demselben zerstörerischen Programm wie in Jerusalem in Herzen und Gesinnung deine Kinder weitermachen. Und das geht dann so lange, dass sie keine Lust mehr auf das Gebet haben, auf die Bibel und auf die Gottesdienste. Nehemia war ein besorgter Leiter, der sehr sorgfältig in sein Untersuchen war. Auch wir müssen besorgt sein, was unsere Kinder auch im Alltag tun, mit wem sie befreundet sind. Das prägt sie. Als besorgte Leiter einer Familie müssen wir lernen zu inspizieren, wo gibt es Bedarf in der Erziehung unserer Kinder, im Verhalten, im Benehmen, im Charakter. Wo sind noch Baustellen? Der Baum, der muss so lange gebogen werden, bis er jung ist, bis er noch klein ist. Und zwar, damit er seine richtige Form bekommt. Und wie erkennt man das? Der Förster geht rechtzeitig in den Wald, er schaut sich alle Bäume, vor allem die Jünglinge werden angeschaut. Und bei Bedarf wird ein Pflock daneben geschlagen, mit einem Seil die Form gerade gebogen. Er kann das nur machen, solange der Baum Jüngling ist, solange er klein ist. Bei so einem Baum braucht er das nicht mehr versuchen. Bedenke, was ich dir sage. Biege dein Jüngling mit Liebe und das von klein auf. Gib ihm die richtige Form. Und besorgte Väter, sie stehen ganz früh morgen auf, vor der Arbeit noch. Sie gehen auf ihre Knie. Und was machen sie? Sie bringen das, was ihr Herz bewegt, vor Gott. Besorgte Väter und alle Leiter, sie teilen die Sorgen den Herrn mit. Sie suchen seine Hilfe, sie suchen sein Rat. Möge der Herr uns dabei helfen, besorgte Männer zu sein.
Lass uns zur nächsten Eigenschaft übergehen. Ein biblischer Leiter ist motivierend. Das ist der zweite Schritt. 16 bis 18 lesen wir weiter. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Asche verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Herrliche Worte. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Nachdem Nehemia seine geheime Untersuchung abgeschlossen hat, ist es nun an der Zeit, den Juden seine Mission vorzustellen. Da waren führende Juden, da waren Edle. Und dann heißt es, die schon bereits am Werk gearbeitet haben. Ja, gewisse Leute von Zerubabel haben das schon gemacht, aber diese Leute waren kaputt, sie waren müde, sie waren entmutigt. Und diese Leute mussten ermutigt werden. Und das passiert am nächsten Morgen, nach diesem nächtlichen Austritt. Nehemia, was er macht, er sammelt sie erstmal alle zusammen und er macht ihnen bekannt, was sein Gott ihnen ins Herz gegeben hat. Wisst ihr, was hier dabei auffällig ist? Mit was für Milde, mit was für ermutigen Worten er zu ihnen redet. Kein Vorwurf noch Anklage: Ihr habt gesündigt, ihr habt euch Fehltritt geleistet und deswegen die Zerstörung und all das, ihr. Nein, überhaupt nichts. Vielmehr ist er ein Leiter, der vorbildlich ist, der sich mit ihm identifiziert, mit seinem Volk. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Er hätte auch sagen können, in dem ihr seid. Nein, er ist ein Mann, der sich mit seinem Volk identifiziert. Und nun kommt der Satz, den Nehemia sich etwa ein halbes Jahr gewünscht hat zu sagen: Kommt Männer, lasst uns Jerusalem wieder aufbauen, damit wir länger kein Gespött mehr sind. Der Spott, der liegt sicherlich darin, dass die Feinde den Juden nicht den Mut, nicht die Kraft, auch nicht die Weisheit zutrauten, die Mauern aufzubauen. Nach dem Motto: Schwächlinge, Dummköpfe, ihr könnt doch sowieso nichts. Das ist sowas wie eine Erniedrigung gewesen. Und wie gut an dieser Stelle, solch einen Mann wie Nehemia zu haben. Ein Leiter, der motivieren kann. Und das macht er durch sein Zeugnis. Und zwar, wie Gott dort gewirkt hat. Wie Gottes Hand über ihn war. Ein vorbildliches Zeugnis, wo du nicht ein einziges Wort findest, womit er sich selbst Ehre anrechnet. Kein Wort von seinen schlaflosen Nächten, von seinem langen Fasten, von seiner Gebetszeit, ungefähr 4 Monate, nichts davon. Sondern ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir war. Und er teilte ihnen ebenfalls mit, wie diese Hand auch den König geleitet hat. Und das motiviert die Leute. Und das, genau das motiviert die Leute. So nahmen sie sich vor, ans Werk Gottes zu gehen. Wir wollen aufmachen. Wir wollen uns aufmachen. Wir wollen bauen. Was hier passiert ist, Nehemia schafft es, müde gewordene Hände wieder ans Gottes Werk zu bewegen. Er schafft sie zu motivieren. Nehemia ist ein durch und durch motivierender Leiter. Er konnte dem Volk ein Ziel vor die Augen halten und er versicherte diesem Volk, dass Gott selbst hinter diesem Projekt steht. Meine Frage ist: Hast du schon mal versucht, Menschen zu motivieren?
Weißt du, die Eigenschaften, die Motivation gehört für ein Kind Gottes absolut dazu. Schaut mal, wir können hier sogar etwas lernen. Wir haben hier ein biblisches Motivationskonzept nach Nehemia, habe ich es genannt. Erstens, biblische Leiter stellen die Tatsache fest, in denen sie sich befinden, beziehungsweise Menschen sich befinden. Vers 17, ihr seht das Unglück, Jerusalem liegt in Trümmern. Zweitens, biblische Leiter können Menschen ein erreichbares Ziel aufzeigen. Vers 17, lasst uns Jerusalem wieder aufbauen, um kein Gespött mehr zu sein. Das Ziel ist eindeutig. Aufbau Jerusalems und raus aus Gespött zu sein. Drittens, biblische Leiter motivieren Menschen stets mit der Größe Gottes, mit dem, was Gott machen und wirken kann. Vers 18, ich teilte ihn mit, wie die gütige Hand meines Gottes über mir war. Und viertens, biblische Leiter werden beim Motivieren sich niemals selbst die Ehre geben. Wisst ihr, hätte Nehemia sagen können, ich bete schon so lange für euch, ich habe schlaflose Nächte und so viele Gedanken um euch verloren. Aber nichts davon. In einer gewissen Weise kann es tatsächlich einem gegenüber motivieren, wenn er erfährt, dass man sich für ihn Gedanken macht. Aber das kann auch genauso gut unser Ich beim Motivieren uns selbst motivieren. Versuche doch mal nach dem Konzept von Nehemia die Menschen zu ermutigen. Mit der Größe unseren Gottes, auch deine Kinder. Erstens, stell die Tatsachen fest, in denen deine Kinder sich befinden, was sie tun oder was sie nicht tun. Zeig ihnen ihre Probleme, ihre Sünden auf. Zweitens, gebe ihnen ein Ziel, am besten ein erreichbares Ziel, wo sie sich verbessern können, ein Ziel, das kindgerecht ist. Drittens, zeig deinen Kindern, wer Gott ist. Zeig ihnen die Größe Gottes auf und wozu Gott in der Lage ist und dass er ihnen immer helfen kann, ihr Ziele zu erreichen. Zeig deinen Kindern auf, dass diesem Gott nichts unmöglich ist. Wisst ihr, was einmal der Hudson Taylor gesagt hat, der größte China-Missionar? Er sagte Folgendes: Misst die Probleme nicht an deine Möglichkeiten, sondern immer an der Größe und Möglichkeiten Gottes. Wie wahr? Noch einmal, misst die Probleme nicht an deine Möglichkeiten, sondern an der Größe und Möglichkeiten Gottes. Motiviere Leute immer mit den Möglichkeiten Gottes und halte dich dabei immer so klein wie möglich zurück. Halt eben nach dem Konzept von Nehemia. Und viertens, komm nie auf die Idee, deine Kinder oder Menschen gegenüber sie zu erniedrigen oder ins Lächerliche darzustellen, noch schlimmer in der Öffentlichkeit, nach der Methode von Sanballat. Ihr Juden, ihr könnt doch gar nichts. Weißt du, wir werden so nichts erreichen können. Im Gegenteil, wir werden vieles zerstören und kaputt machen, eine reinste Baustelle hinterlassen. Die Eigenschaft der Motivation ist für einen Vater unerlässlich. Deine Aufgabe ist, deine Ehefrau, deine Kinder, demotivierte Schäfchen in der Gemeinde zu motivieren und zu ermutigen. Tu das. Tu das. Und wie schon bereits gesagt, wenn alle noch im Hause schlafen, hol auch du selbst deine Motivation auf dein Knien. Auch wir Männer müssen stets immer wieder motiviert werden. Auch wir werden müde. Lass uns den letzten Punkt anschauen. Ein biblischer Leiter ist wachsam. Wir lesen die letzten Verse dazu, 19 bis 20. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen.
Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Anteil in Jerusalem. Was im Buch Nehemia so auffällig ist beim Untersuchen, dass der Hass und die Bosheit der Feinde stets zunehmen. Es hat erst mit einem Missfallen begonnen, 10. Vers. Dann haben wir Spott und Verachtung, die Verse 19 und 20. Dann haben wir Zorn und Ärgernis, Kapitel 3. Dann wird es sehr zornig bis hin zu einer Verschwörung und Hinterhalt, Kapitel 6. Und das alles, weil die Juden ein Werk für Gott bauen. Schaut mal, wir haben erst Sanballat und Tobia und jetzt schon einen dritten, der Araber Geshem. Eine Verstärkung. Spott und Verachtung wachsen gegenüber den Bemühungen der Juden. Sie trauen ihnen den Wiederaufbau nicht zu und dazu Verleugnungen. Ihr wollt euch gegen den König auflehnen. Nun, wenn sich jemand hier auflehnte, dann waren sie es. Nehemia handelte nämlich völlig legitim. Er hatte königliche Genehmigung. Und nichtsdestotrotz rebelliert der Feind hier gegen das Vorhaben für Gott. Und das sind Angriffe. Das sind Angriffe der Feinde für das Vorhaben für Gott zu seiner Ehre, die geschehen soll. Aber Nehemia ist weise genug. Sein Abwehr ist einfach nur vorbildlich. Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Merkt ihr, wie Nehemia immer wieder Gott ins Spiel bringt? Man hat sozusagen den Eindruck, wie so ein ungeborenes Kind durch diese Nabelschnur, diese überlebenswichtige Verbindung, eine Verbindung zu seiner Mutter hat, genau dieselbe Verbindung Nehemia zu seinem Gott hat. Diese Abhängigkeit von seinem Gott, es sprudelt nur so heraus. Und das ist herrlich zu sehen, wie dieser Mann sich abhängig von seinem Gott macht. Er hätte auch mit königlicher Vollmacht drohen können, die er hatte. Sogar vielleicht mit dem Militärtrupp, das sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch bei ihm war, die ihn begleitet hatte. Aber nichts davon, gar nichts. Sein Vertrauen, seine Sicherheit sind Gott. Und niemand konnte sie an der Arbeit hindern. Wir, seine Knechte, wir wollen uns aufmachen, wir wollen bauen. Und ihr habt weder Anteil noch Anrecht an Jerusalem. Und jetzt habe ich eine Frage. Was meint Nehemia mit dieser Aussage, und ihr habt kein Anteil und Anrecht an Jerusalem? Was wir wissen müssen, Sanballat, der Horoniter, und Horoniter waren Einwohner einer Stadt in Moab. Und dann haben wir Tobia, der Ammoniter. Und Moab und Ammon waren Blutsverwandte Israels. Das waren Nachkommen Lots, die aus dieser Schandtat der eigenen Töchter entstanden waren. Die eigenen Töchter legen sich zu ihrem Vater. Und es entstehen diese beiden Völker. Kein schöner Kapitel. Und Moab und Ammon waren immer dafür bekannt gewesen, durch die ganze Bibel hindurch, dass sie sich beständig gegen Gott und gegen Israel sich aufgelehnt haben. Immer und immer wieder. Und deshalb durften sie niemals in Gottes Versammlung hinzutreten. Das war ihr Fluch. Sie hatten kein Anrecht noch Anteil an Jerusalem, laut 5. Buch Mose 23. Und dieselben Feinde, wie man sie nun mal kennt, lehnen sich auch hier gegen Nehemia. Das alte bekannte Bild. Moab und Ammon. Nehemia hatte aber passende Worte und ließ sich nicht entmutigen. Er hat sich auch nicht auf eine lange Diskussion mit dem Feind eingelassen. Nichts. Sondern der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Punkt. Ihr Lieben, als Kinder Gottes, als Väter soll es uns bewusst sein, dass auch wir stets mit Widerständen zu rechnen haben. Sobald du für Gott zu seiner Ehre etwas tun willst, wirst du Konfrontation erleben. Das ist so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Durch die ganze Bibel hindurch gab es so viele Männer und keiner von ihnen, auch nicht einer, war von Angriffen verschont geblieben.
Noch nie in der Heilsgeschichte hat sich Satan eine Pause gegönnt, als er einen menschlichen Versuch sah, da geschieht etwas oder da soll etwas zu Ehre des Herrn geschehen. Selbst als Jesus durch diese 40-tägige Zeit in der Wüste seinen Vater zu verherrlichen suchte, der Satan war da. Er war zur Stelle. Und hier im Buch Nehemia sollen Tore gebaut werden, durch die später der Herr Jesus hineinziehen soll, aus denen er verworfen werden soll, vor denen er gekreuzigt werden soll, vor der Stadt Jerusalem, zu dein und meine Heil. Meint ihr, dass der Satan darauf Lust hatte, das zu sehen? Ich glaube ja nicht. Das bedeutet, als Väter müssen wir wachsam sein. Wir müssen mit Gegenwehr, mit Unwillen, mit Abscheu Satans rechnen und das beständig. Und das ist sogar gut so. Das zeigt, dass wir auf dem besten Wege sind. Dass da etwas zur Ehre des Schöpfers stattfindet. Das ist schön. Lass dich niemals von Widerständen entmutigen, hörst du? Bleib wach. Bleib wach, ehre Gott durch dein Tun. Bleibe beständig darin. Es wird sich immer jemand finden, der Spott, der Neid, ja sogar der Verachtung gegenüber dein Unternehmen, dein Gott zu würdigen, immer wieder entgegenbringen wird. Das war damals in Jerusalem so. Und heute ist das nicht viel anders. Und leider, leider, leider sehr oft in der Gemeinde Jesu anzutreffen. Aber trotzdem, bleib wach. Ehre Gott. Nehemia ist ein Mann der Verantwortung. Er ist wach und er stellt sich zwischen den Feind, das vor ihm ist, und sein Volk, das hinter ihm ist. Er sorgt dafür, dass seine Schafe hinter ihm Schutz bekommen. Und er hält den Feinden vor ihm und den eigenen Volk die Größe und Allmacht Gottes vor die Augen. Mit Gott werden wir es schaffen. Und den Feind eindeutig. Und ihr werdet es nicht schaffen. Als Leiter haben wir die Pflicht, das Vertrauen und Sicherheit unserer Geschwister, der eigenen Kinder, stets auf die Größe Gottes zu lenken. Ihnen Schutz zu bieten. Und daher sei wach. Wach gegen Gefahren, die von überall her drohen. Und somit endet das Kapitel Nummer 2 mit einer Rede, diesen biblischen, besorgten, motivierenden und wachsamen Leiter. Ein Leiter, der aus Ferne kam, der all diese Probleme gesehen hatte. Und ein Leiter, der sich trotzdem denen allen stellte und nicht einfach abhaute wie ein Mietling. Ein Leiter, der sich bewusst war, was auf ihn zukommt. Feinde, Spott, Verachtung. Aber alles erfolglos gegen solchen Leitern. Liebe Männer, liebe Gemeinde, die Eigenschaft, besorgt, motivierend, wach zu sein, ist für biblische Männer unerlässlich. Was ist die Folge, wenn eine Stadt so einen Mann hat? Im Kapitel 3, da beginnen die Juden motivierend anzubauen. Und das ganze Kapitel 3 beschäftigt sich damit, wie sie motivierend am Bauen sind. Ein biblischer Leiter, er schafft es immer, Gottes Auftrag in Gang zu bringen. Ich wünsche euch diese Männer in dieser Gemeinde und bete auch du für solche Männer in eurer Gemeinde. Und ich hoffe, dass spätestens nach dieser Predigt auch die Frauen hier im Saal Baustellen und Baumärkte etwas mehr lieb gewonnen haben. Dass ihr uns zur Seite steht. Gott hat euch für uns zur Seite gegeben als Gehilfe. Helft uns bei dieser Aufgabe. Es ist keine leichte Aufgabe. Wir versagen des Öfteren. Aber helft uns, immer wieder aufzustehen, auf den Herrn unsere Ausrichtung wieder zu bekommen, um ihn gemeinsam zu ehren. Wollen wir gemeinsam noch beten? Lass uns beten.